Und damit hallo und herzlich willkommen bei GameTech Play Z. Mein Name ist Taiko und heute startet ein neues, lang ersehntes Projekt mit dem Namen Mine Faction. Natürlich bin ich nicht alleine, denn hinter mir stehen 24 weitere YouTuber, die mehr oder weniger hier und jetzt mit dabei sind, um an dem Projekt mitzumachen. Wir werden uns gleich in kleinere Gruppen aufteilen und dann beginnt es. Ich wünsche euch allen viel Spaß und viel Erfolg. Des Weiteren könnt ihr alle Links von diesen ganzen Leuten hier hinter mir in der Videobeschreibung finden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. So, okay. Und damit heyo YouTube und willkommen zu dem neuen, mit dem Awesome Trailer angekündigten Projekt. Das. Ja. Servus. Ja. Und wir sind hier. Grüezi Gott. Das ist ja schon mit Mindfaction übrigens. Und wir sind hier die Stadt Grün. Und wir Ei. Ja, genau. Lass mal wir probieren starten. Uns hier jetzt in der Wildnis ein wenig ein Haus. Oder ich baue uns. Ich baue uns ein paar Steinspitzhacken gleich zu Anfang, ja? Ja, das mach das mal. Ach, hat da gerade wer. Ach, wir sind ja mitten im Dschungel, das ist ja geil. Läuft. Wir sind hier mitten im Dschungel, der hat sich die Stadt einfach noch nicht mal angeschaut. Wie hast du eigentlich auch entschieden, welches Video du bist? Ja, weißt du, wie lange das her ist, seit ich das mir ausgesucht habe? Das Projekt ist ja auch schon etwas länger in der Planung. Freunde, übrigens, wir werden natürlich jetzt nicht immer in diesen vollkommen unübersichtlichen Viererteams spielen. Sondern in Fünferteams. Wir werden natürlich halt einfach untereinander ausmachen, irgendwie maximal zu zweit oder so. Vermutlich. Ja, eben. Genau. Aber jetzt die erste Folge passt einfach gut. So. So, ich mache euch mal einen Steinspitzhacken. Das wäre ausgezeichnet. Ach, scheiße, super. Nicht mal hier. Super, okay. Ja. Okay. Das wäre ja mal super. Komm mal her zu mir hier. Das, eins, das ist ja super. Ja, dann mache ich jetzt erstmal eine Kiste. Drei. Das ist ja. So. Hey, was ist das? Oh mein Gott. 1, 2, 3, 4. Leck, nehmen sie alle auf. So. Kriege ich auch was? What? Ich gehe direkt meinen Links, gell? Nein. Ich bin gerade so voll auf Achievement-Jagd. Ich bin immer noch im Captive-Minecraft-Modus und deshalb crafte ich mir alles nochmal. Jetzt habe ich zwei Wooden-Pickaxes und eine Steinpickaxe. Nur um Achievements zu bekommen. Ja, ich brauche jetzt nochmal ein bisschen. Und ich habe so Schiss, dass ich sterben werde einfach in der ersten Folge. Ich ja, genau. Freunde, wir brauchen ziemlich früh Projekt, was dann zu hat man essen. Für 3 Stunden, glaube ich, einen Bann auf dem Server. Das wäre natürlich sehr schlecht, vor allem, weil wir hier, glaube ich, alle in dem Team probieren werden, am Wochenende möglichst viel vorzuproduzieren. Oh, wo ja. Ist es? So schaut's aus. by the way. Ja. Ich habe vergessen, dass wir meine Brightness hochstellen. Das ist auf jeden Fall top. Ja. Hier ist schon bei mir. So. Hat jemand von euch schon Kohle gesehen? Ganz deine Brightness ist auf Bright, Kohle, dabei bist Kohle, du nicht gerade das Bright's Delight. Sparwitz. So zukünftig werde ich natürlich alleine aufnehmen, ja. Was willst du denn damit sagen? Irgendwer schreibt mir in Skype, fuck this shit. Das ist ein Ocelot, ich töte das. Nein! Lass Ocelots am Leben! Ocelots sind Freunde. Ich hab's nur gekriegt. Ich liebe sie! Ich hab Ocelots lieb. Irgendwie sieht unsere Welt schon echt geil aus. Ich würde sagen, wir hauen hier erstmal den halben Wald um, weil hier keine Sau. Ja, vor allem, wie wollen wir hier eine Stadt errichten, wenn hier alles voll ist? Erstmal weg, diese widerlichen Dinger. Ja. Ja, wir müssen echt mal schauen, wie wir das, planen. Genau, Freunde, kannst du mir dann kurz, kann mir kurz jemand Holz geben? Nein, ja, ich hab keine Wooden Planks, sondern die richtigen. Ja, willst du Wooden? Hier, komm mal her. Ich kotze ja, aus. Warte mal, hier. Wo bist du? Ja, danke schön. Ja, dann mach ich nämlich gleich ein bisschen Charcoal. Ja, das bringt. Oh, aber wozu machst du denn das? Weil ich meinen gehe und dazu Fackeln brauche. Ah, ja, stimmt. Ja, weil wir keine Kohle haben. Also. Fackeln auf, weil sonst spawnen einfach nachts Monster und wir sind sofort tot. Stimmt. Ich check mal ein bisschen die Umgebung ab. Das Projekt hat so lange gedauert. Also der Seed ist halt schon so lange gedauert in der Vorbereitung, es ist unglaublich. Leute, ich weiß nicht mal mehr. Wenn ich ehrlich bin, kenne ich nicht mal mehr. Ich kenne nicht mal mehr die Regeln von diesem Projekt, weil ich die gelesen habe, als ich mich dafür eingeschrieben habe und nicht, bevor ich es gespielt habe. Also, jetzt habe ich es nicht mehr gelesen. Also, ich. Das so Projekt hat so lange gedauert in der Planung, dass ich jetzt wieder aufs Klo muss. Ja, läuft bei dir. Beziehungsweise läuft erst, wenn du auf der Toilette bist. Sozusagen.
Also ich habe jetzt hier schon mal hammerkrasses Ohr, habe ich hier gerade schon mal gefunden. Ich habe Aluminium-Ohr. Was zum Henker ist das? Was bestimmt vollkommen nutzlos ist, weil in jedem Modpack ist Aluminium einfach nutzlos. Das ist echt so. Oh, ich habe jetzt Kohle gefunden. Ich kann eine MT-Kanister damit bauen. Ja, hab ich gesagt. Los, hey, Moment mal, warum haben wir hier so ein leeres Ding? Ich glaube, da sollte ein Villager drin sein. Oh, wir sollten relativ früh nach einem Villager drauf. Oh ja, ganz dringend. Das ist so wichtig. Du hast alles drin, was du brauchst. Aber wir sollen doch direkt hier unsere Village bauen, dachte ich. Ja, echt jetzt? Wir können ja nach einem Villager. Ja, aber wir können ja trotzdem mal die Gegend checken. Das ist verboten. Das ist verboten. Du bleibst jetzt hier. Dankeschön. Oh, und wir müssen auch abchecken, wo die anderen Städte sind. Damit wir sie relativ früh können kaputt wir, können wir die Villager irgendwie benennen und können wir die ausbeuten. Wir bauen einfach eine Big Bertha und damit schießen wir. Ja, wir nennen sie Hans und Rüdiger. Oh, und Rüdiger, hallo Rüdiger. Richtig geknackt. Ein verrückter Haufen, ey. Ohne Witz. Spaß, so ist es. Und nicht anders. Weiß jemand, bei wie vielen Minuten wir angefangen haben, Torches zu machen? Bei 15 sind's bei mir. Ich hab keine Ahnung. Okay, gut. Dann wären's bei mir. Bin ich gar nicht mal so gut eigentlich. Ich habe eine Höhle gefunden. Ich habe Angst, wenn ich jetzt runterspringe, dass ich sterbe. Oh mein Gott, wer macht diese? Vollkommen berechtigt. Hey, wo ist meine Truhe, die ich reingestellt habe? Beziehungsweise ich stelle sie. Ich bin im Begriff, sie reinzustellen. So, ich habe hier eine Tür gemacht. Also ich weiß zwar nicht, was ihr macht, aber ich habe hier schon mal Kohle gefunden. Ja, ich habe hier auch gerade Kohle gefunden. Ich habe mir in dem Jack Hole auch schon Kohle am Start. Oh, scheiße, wir brauchen was zu essen. Ich hatte doch gerade noch einen Stack Cobblestone. Wir brauchen wirklich Essen. Fuck! Der hat recht. Ich hab, wow, fuck, ich pack voll an der Tür. Ja, der gute Gugara, eure Minecraft-Namen sind echt exotisch. Hey, Marky. Also, wer auch immer gerade bei mir zuschaut. Hey, das passt ja ganz gut mit dem Dschungel hier. Wer mir zuschaut, hat gerade gesehen, nehmen wir einfach ein Stack Cobblestone. Das ist eine Fangfrage, wer sollte ihm zuschauen? Weggegangen ist. Oh, das ist schön hier. So, ich mach mal einen. Oh, tolle Party. Oh, hier ist gleich der Eingang von dem Dungeon. Mir gefällt die Folge so gar nicht gerade, weil wir einfach so komplett durcheinander und aneinander vorbeilabern. Ja, ist so. Ja, das ist die erste Folge, da sind alle immer nervös und reden alle durcheinander. Na, ich bin nicht nervös. Nervös? Wer hat gesagt, dass ich nervös bin? Ich bin nicht nervös. Unterstell mir nicht sowas. Geh da weg. Hier gibt's nichts zu essen. Ah, und ich mag schon wieder. Craftgunner. Nein. 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 Oh, ganz fuck, einfach. Ich könnte hier in ein Dungeon. Was hast du gesagt? Ich hab nicht zugehört. Aber ich hab Angst zu sterben. Oh, da. Ich hab 14 Kohle. Ich bin gleich tot, weil ich nichts mehr zu essen habe. Ich hab noch voll viel sogar. Hallo, hey, der Scheiß. Das möchte ich nicht mehr. Jetzt reicht es. Ohne Witz. So, ich tu mal in den einen Ofen 7 Kohle und in den anderen. Oh shit. Hier ist ein. Hier gibt's halt überhaupt keine Viecher, die man abflachten kann. Das war ein ziemlich blödes mit die Dispensern, die auf mich schießen. Aber ich hab sie abgerissen jetzt gleich. Das sind die Original-Dschungel-Dungeons. Sehr ungünstig. Genau, da war ich auch schon drin. Ich würde da unten aufpassen, wer auch immer da gerade unten ist. So, jetzt habe ich diverse Köpfe gefunden. Ein Unknown Meteor Summoner. Rot, Eisen, Medley, Gunpowder, eine Music Disc, Block of Jasper, was auch immer das ist, noch ein Kopf, ein Sword Pedestal, was auch immer das ist, ein Iron Horse Armor und 2 Strings. Und natürlich die Chest. Brauchst du ein Schwert? Ich hab ein Steinschwert, habt ihr was anderes? Achso, ja, okay. Nee, ich hab auch ein Steinschwert. Ich hab Hunger. Sehr fix. Was hast du hier schon Tolles gefunden? Sterb hier so, voll. Ein Skelettenkopf. Okay. Skelettkopf habe ich jetzt. Ein bisschen hier. Ich weiß gar nicht, was das ist. Was ist das? Skelett? Das ist hier irgendein. Ach, das gibt einfach Knochen. Wie so ein Fossil oder was? Nicht schlecht. Ja, ist aber ganz geil. Da können wir jetzt gleich am Anfang Weizen. Also ich hab jetzt hier 3 Knochen. Organisieren. Ich mach mal hier jetzt eine Farm, gell? Sehr geil, komm rüber, dann machen wir gleich ein kleines Feld, damit wir... Wir können noch kein Wasser nehmen, wir haben ja keinen Eimer. Oh ja, stimmt. Ich bin hier schon an der Küste und begradige die Landmasse. Ja, ich hol mal... Kannst du mir eine Schaufel mitbringen? Das wäre ausgezeichnet, weil dann könnten wir das Land begradigen und so eine gerade Küste ist schon irgendwie geiler. So. Hier lang. Wo geht's hier hin? Erik, bist du da gerade? Beziehungsweise brauchen wir... Fuck, wir brauchen noch eine... Ja, rechts, unten rechts. So. Ja, eine Hoe habe ich dabei, also wenn du eine Schaufel bringst, ist schon für alles gesorgt. Achso, okay, ja gut, ja, jetzt hast du eine... Das Atlas-EP hat immer eine Hoe dabei, ja, genau.
War ja offensichtlich, dass du wieder daran denkst. So, wo wollt ihr denn hier das Feld anlegen? Oh, ich hab so eine Schaufel, ich Vollidiot. Das ist ärgerlich. Du Dieb! Tschüss, da kommen einfach gerade 20.000 Achievements von einer Person. So. Ich grab mal weiter nach unten. Ja, das ist nicht eine Person, das ist ein Team. Vermutlich also, ja, das alles das gelbe Team. Ich hab nur 200 Better Not Games gelesen. Obwohl bei uns oh, einer fehlt. Fackel. Oh, was ist das da im Wasser? Ich habe einfach noch kein Eisen gefunden. Das gibt's doch gar nicht. Algen. Okay. Was ist das überhaupt für ein Block? Was bringt mir das? Kann ich das essen? Gibt's leider nicht. Das kann ich nicht essen. Scheiße. So. Keine Ahnung. Wie wollen wir gleichzeitig so sagen? Oh, Barley habe ich. Oder Barley, das heißt, oder wie auch immer das heißt. Barley ist einfach. Barley, ja, ich habe auch. Oh, ich habe Reis, Reis. Wie kann man Reis benutzen? Warte mal, das ist ein bisschen komplizierter. Es gibt Reis. Mit Reis machst du aber auch nur Alkohol. Okay, oh mein. Wow, wieso blutest du? Du blutest. Alter, wieso hast du einen Skelettkopf? Gut, ne? Ich habe noch einen. Wer will einen haben? Fuck, ich will ihn haben. Also ich habe einen Steve-Kopf, aber habe ich gesagt, dass das geiler ist? Ja, gut. Ja gut, habe ich gesagt. Das schaut voll scheiße aus in meinem Hut. Ich will ein Feld anlegen. Scheiße. Wow. Y ist wie tief ich bin, oder? Ich schau mal da gleich die ganze Zeit. Wir müssen als erstes möglichst viel Barley an. Schon wieder Barley. Wir brauchen erstmal was zu essen, Alter. Scheiß auf Barley. Das ist viel wichtiger, da kannst du direkt Brot draus machen. Aus einem einzelnen. Achso. Du, das ist da, was ich da angepflanzt habe mit Düngen. Ist mich verarscht. Hier? Ja, das ist ja, genau das. Oh, genau. Da ist noch mehr Reis. Erik, komm mal kurz die Höhle runter. Das ist das Wertvollste, was wir so haben können, denn so bekommen wir schnellstmöglich Essen. So, kannst du es nochmal düngen, bitte? Ja, jetzt habe ich nichts mehr. Lieber Van de Dijk. Ich habe nichts mehr. Alle. Oh. Ach, das ist Cotton. Oh. Ich habe immerhin schon mal ein Brot. Ah, da ist noch Barley. Moment. Unbedingt was kann ich jetzt selber reinhauen? Was ist das Barley? Ja, das Barley kannst du nicht. Du kannst entweder. Also, Barley ist so eine Art Getreide. Oh, verdammt, wo geht's hier zurück zu unserer Base? Ich schau einfach nach Craftkanners Namen, oder? Ich hab jetzt einfach alles. Wir müssen links an gehen wir zurück in die Base. Das ist viel zu gefährlich hier. Spawn schon Monster. Gehen wir zurück in die Base. Oh, fuck. Boah, ich provoziere es gerade echt wieder raus. Hat irgendwer irgendwas zu essen? Ich mach aus dem Barley jetzt Brot, weil aus Barley kannst du einen Dust gewinnen und wenn du den brennst, dann... Hast du schon was am Start? Ja. Also fertiges? Erik, bist du unten? Hast du Holz dabei? Ich hab Holz dabei, ja. Ja, mach mal kurz die Workbench, bitte. Workbench haben wir auch dabei. So, ein Brot, das kann ich dir jetzt feierlich überreichen, also mein lieber Freund, hier. Ja, schmeiß mir ihn. Ne? Jetzt das ist, oh, ja, also geil. Barley ist echt ein sehr nützliches Utensil, was wir am Anfang gut gebrauchen können. Ja. Wie ihr seht, bin ich informiert. Der gute Atlas hat natürlich immer sein Knowledge hier am Start. Der hat doch gar keine Ahnung. Und redet von sich in der dritten Person. Ja, ich wollte gerade sagen, what the fuck. Schon wieder so ein Ego beieinander. Ist tatsächlich so. Das schreibe ich immer groß. So, und weil natürlich für Schönheit in unserer Hut hier gesorgt sein muss, werde ich jetzt Holzboden legen. Du bist ein Idiot, fuck. Das ist so richtig unnötig, aber ich habe einfach zu viel Holz. Spitzhacke hier, oder? Und ich brauche was zu tun. Ja, kannst du eine Eisenspitzhacke draus machen. Ja, kann ich das Eisen? Ja, du wolltest doch, nee, wer wollte fürs Essen sorgen? Hast du einen Sticks auch? Ich wollte fürs Essen sorgen, weil ich da das krasse Knowledge am Start habe. Sticks habe ich auch, okay, passt. Ein Stück hier. Dann machst du dir als nächstes eine Eisenpickaxe. Und dann schmeiß ich dir hier nochmal eine Crafting-Table, hä? So, meine lieben Freunde. Ich leg mal die ganzen. Oh Gott, hör mal auf zu labern, die ganze Zeit. Also. Hallo, jetzt dürfen wir auch mal reden. Nein, jetzt! Und Lispel dabei. Fand schon vorzüglich. So, zwei Brot. Ist jemand kurz vorm Verhungern, sonst würde ich mal eins reinpfeifen. Ich hab. Pfeifst du rein? Das geht schon. Okay, dann lasse ich ein Brot noch übrig und leg's in die Chest. Dann bin ich nämlich jetzt wieder bis auf ein halbes Ding voll. Wow, ich habe einen Topaz gefunden. Daraus kann man einen Topaz-Block machen. Der sieht einfach scheiße aus. Oh, Berry Medley kann man auch essen. Habe ich gerade eins von gegessen. Habe ich auch in die Chest gelegt jetzt. Hinten abbauen kann? Sehr das ist gut. Sehr gut. Nett. Geil. So, Dispenser habe ich auch noch am Start. Bringt uns aber nichts. Cobblestone. Dragon Woods. Ich verteile Ihnen noch ein paar Fackeln, einfach, dass hier keine Viecher spawnen. Scheiß die Wand an. Also, oh mein Gott, Holger ist gestorben. Oh. Lol. Alter, was ist das denn? Lol? Endumium?
Ah Gott, wer schreibt mir denn jetzt? Ich glaube, ich weiß, was ich für diese Folge mache, scheiße, das ihr seid ja nun alle meinen, nicht wahr? Ja. Wir sind schon ganz tief unten. Also ich kacke hier so ein bisschen Interessant. Und töte Skelette. Auf jeden Fall werde ich euch ein wenig unter die Arme greifen, indem ich hier eine Treppe lege. Wer blutet denn hier immer? Wow, Creeper! Das hier? Minimärz, okay. Wir sollten aufpassen. Okay, jetzt gehe ich auch meinen, ich habe keinen Bock mehr. Wir lassen auf, wenn einer von uns stirbt, ja? Ja, das wäre wirklich scheiße. Also ernsthaft jetzt mal. Erik? Ja. Erik, schau mal kurz. Ich wir wollen nicht so sein wie Holika. In Bärenbusch? Ja, bitte mal gucken, weil ich habe hier zugebaut gehabt. Oh Gott, wer schreibt mir denn jetzt schon wieder? Ah, okay. Alter, was ist das? Wie cool, das ist eine Höhle. Schau mal kurz, was das ist. Oh, ich krieg Schaden. Du bist nicht auf den Büschen stehen. Die Büsche machen dir Damage. Die Büsche haben Dornen. Das nimm wollte ich mit, angemerkt der haben. Dir, der gibt dir das wusste natürlich nur ich. Deshalb hat der gute Alex es auch gerade gesagt. Es ist. Ich hab mich voll verlaufen. Übrigens, wir sind bei 30 Minuten, wollte ich nur angemerkt haben. Deshalb dürfte die erste Folge definitiv inzwischen vorbei sein. Du hast ja gesagt, du hast bei 15 Minuten angefangen. Dann würde ich sagen, ja, wenden wir jetzt bei 30 Minuten. Wir müssen aber 20 Minuten folgen. Wir jeden Tag eine 20 Minuten Folge. Oh shit. Ja gut, dann noch 5 Minuten und dann war's für diese Folge. Also ich wollte, das habe ich natürlich gewusst. Ich habe natürlich. Weil ich für der wollte, vorher war. Du wolltest nur unser Wissen. Ja. Ich genau. Ich wollte eure Mindfaction-Vokabeln sozusagen ein wenig austesten. Also ich habe schon mal Formcraft Crystals, habe ich auch schon mal dabei, falls jemand das später machen will. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe Meteorit. Ja, Kohle. Ja. Wow, was ist das? Ich habe einen unbekannten Zombies. Meteoriten-Beschwörungsteil gedrückt. Ich habe einen Meteor-Chip. Stirb, Zombie. Oh mein Gott. Stirb. Boah, im Ernst, wir müssen irgendwie lernen, miteinander zu kommunizieren, wenn wir so viele Menschen sind. Stimmt, wir sollten nicht zu viel. Ja, oh, das war ich lege euch hier übrigens gerade eine Treppe. Ich will nur sagen, wie krass Premium das ist. Absolut. Also ich will natürlich, dass ihr also meine Berge hier auch so sonst ich würde jetzt ja alles Skeleton so Skull anziehen, aber ich bin Arsch. Angst, dass ich dann sterbe. Den Skeleton hier Skull Eisen, können wir oder? Was ist denn das hier? Zu Bomben machen, okay. Minus Delight. Oh, pass. So, ich hole jetzt mal die restliche Kohle. Hat Opas oder Topas? Ein bisschen ein Brot parat für mich. Ja, oben in der Chest liegt eins. Und ich habe dir natürlich hier diese krassen Stairs gelegt, mit denen du direkt in den Kohle gerätst. Ja, wo? Wo? Oh shit, ihr habt euch Erik, echt enorm tief runtergearbeitet. Dass ich gar nicht sterbe. Ja, ich bin auch gleich hier. Ich habe nur 2,5. Da unten ist Lava, also aufgepasst. Oh shit. Oh shit, jetzt eskaliert's. Was ist da oben? Oh ja. Wir können mal schauen, wann die anderen so circa rausgehen und dann können wir da auch rausgehen. So. Warum sollten die denn rausgehen? Die gehen nicht raus, die nehmen auch mehreres am Stück auf. Achso, wir nehmen am Stück auf, okay. Ja, wäre ich auch dafür. Nico, das sieht echt tight aus, was du da fabrizierst. Was ich am Fabricaten bin hier, meinst du? Ja. Ich bin natürlich ein hipper Boy und ich benutze derartige Erwerbin. Hüpf nochmal. Hüpf einfach. Ah, genau. Nein, nicht zwei hochbauen. Ich will auch noch hoch. Was machst du denn? Erik, hast du das Eisen von unten mit? Oh, ich bin. Warum war das? Du bist erst verhungert. Ja, ich war nicht schnell genug, deine Treppe. So. Alter. Oh mein nein, Gott. Tut mir leid, Erik. Ich hab gesagt, ich hab Hunger. Oh mein Gott, Erik. Und ich habe es nicht ernst genommen, tut mir echt leid. Oh Scheiße, jetzt kannst du gar nicht mehr Nico, schau mal kurz, dass du so ein Zeug hier bekommst. Ich hab ich kann nicht genug tragen. Ja, Spectaten wäre es natürlich. Das ist leider keine. Also, Alex, jetzt mal ohne Spaß, komm bitte runter und sammle dein Zeug ein. Leg dein Zeug oben in die Chest. Ich tu gerade das Zeug in die Chest, falls ich auch sterben sollte. Ja. Man weiß nicht. Und vor allem bin ich schuld einfach, weil ich baue einfach diese ganze Zeit diese dumme Treppe und er einfach kommt nicht hoch. Also ich würde sagen, go kill yourself. Richtig dumm, aber ganz das ehrlich. Ist natürlich ein fabulöses Ende der ersten Folge, Freunde. Absolut. Denn, oh mein Gott. Das war's schon wieder mit der ersten Folge von Mindfaction. Die nächste Folge wird ein bisschen übersichtlicher, werden wir nämlich nur noch zu zweit oder alleine aufnehmen oder so. Und nicht ganz so unübersichtlich, deshalb, liebe Freunde, schaltet doch dann wieder ein, wenn es heißt, zweite Folge Mindfaction. Und ja, checkt natürlich die anderen Dudes aus, die bei mir im Team sind. Team Grün. Alle anderen sind eigentlich Grün. Streng genommen. Team Grün for the win, wir sind die Besten. Ja. Und streng genommen sind alle anderen ziemliche Idioten, da müsst ihr jetzt eigentlich nicht vorbeischauen. Noobs. Ja, eben. Gut, Freunde, dann
Bis dahin. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.